Ja, erstmal herzlich willkommen, vielen Dank. Nach 1,5 Jahren Pause sozusagen ohne Fans freuen wir uns wahnsinnig, dass es wieder mal klappt. Das Wetter hat auch noch aufgerissen, wie angekündigt. Wir haben heute einige große Neuigkeiten. Wir kommen jetzt zur Ehrung der Eisbärenspieler der Saison. Ich fand, dass das Publikum, die Fans, wieder einmal ein Wahnsinnsgespür in der Saison 2019-20 bewiesen haben. Wer hätte da besser als Sinnbild dieser Saison gepasst als Jakob Weber? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, ich glaube, ich habe von Max ziemlich viel Vertrauen bekommen dann und das habe ich dann auch zurückzahlen können und ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Der Spieler der Saison 2021 war dann tatsächlich der Kapitän Peter Flash. Wir haben ja schon mal die Situation gehabt, dass die Reihe von Peter Flash 1, 2 und 3 der Wahl war. Ja, das war vor 3 Jahren jetzt. Das war ein kleiner Witz mit uns. Der Konzi war erster Nummer 1 und dann ich 2 und dann Erik Nummer 3. Also seit dann ist Erik immer Nummer 3 genannt bei uns. Ja, Astrid, wir blicken, bevor du startest, gleich mal zurück auf eine tolle Begebenheit am letzten Donnerstag. Du bist ja Schirmherrin von Arena der Träume, das große Sozialprojekt der Eisbären. Du warst anwesend im Kinderzentrum St. Vincent. Peter Flash war der sportliche Schirmherr. Hallo, liebe Eisbärenfamilie. Ja, das war ein wirklich schönes Event. Das ist ja das, was ich an den Eisbären so schätze, dass es sportlich Freude macht, aber eben auch das soziale Engagement. Und das war so eine Veranstaltung, wo Kinder, die es wirklich nicht leicht haben, die nicht bei ihren Eltern leben können, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die haben einen Mini-Marathon hingelegt. Und wir haben dann am Schluss im Marathon die auch ausgezeichnet mit Pokalen und Medaillen. Und es war wirklich ein ganz, ja, ganz tolles, soziales, sportliches Kinderevent. Meister der Oberliga Süd 2019-2020. Und jetzt wird der Kapitän Peter Flash den Pokal entgegennehmen für sich und alle Spieler der Eisbären. Das ist unsere Mannschaft, Meister der Oberliga Süd 1920. Ein großer Erfolg. Das Wunder von Peiting. Ein riesen Beifall für die Eisbären und Kapitän Peter Flash. Dankeschön, Fans. So, tolle Eishockey-Stimmung, wunderbar. Jetzt darf ich einen Mann nach vorne bitten, der mir sehr am Herzen liegt, glühender Eisbären-Fan. Es ist der Fritz Riedl. Die Firma Stemmli ist sehr stark in Regensburg verwurzelt. Wir haben heuer uns 70-Jähriges. Und ich bin der Meinung, wenn man in der Region sein Geld verdient, kann man auch der Region einen Teil davon wieder zurückgeben. Dennis, alles ist ganz, ganz schnell gegangen. Richtig, ja. Also ich war da, Fritz, 2 Tage, 3 Tage. Ja. Da habe ich einen Fritz kennenlernen dürfen, also Premium-Partner auch von der Firma Buderus, Firma Stemmle. Wir sind gleich ins Gespräch gekommen. Es ging um Sponsoring und um die Eisbären. Und nachdem ich mich dann mit der Thematik auseinandergesetzt habe und auch so ein bisschen mit dem Konzept Nachwuchsleistungszentrum für Jugendliche, ich habe einfach Ja gesagt und habe danach die Details geklärt bei uns im Unternehmen. Es ging gut durch und deswegen stehen wir heute hier. Auswärts haben wir Buderus über dem Eisbären, Stemmle drunter. Daheim ist es umgekehrt. Toller Tag heute in Regensburg bei bestem Wetter. Dankeschön, Fans. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund. Schönen Abend noch hier. Danke. Bis bald. Tschüss.